Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Fresh Start. In der letzten Folge waren wir in Asien unterwegs und haben die Pandas gerettet. Jetzt sind wir immer noch in Asien, aber wir sind in Japan. Und hier müssen wir das Onsen-Chaos beseitigen. Und, okay, gerade steht im Psycho, ich bin manchmal sehr leise. Verstehe ich nicht so ganz. Ich hoffe, das geht. So. Hier. Setzen jetzt mal die Sprinkler hin. Und den Sauger hinterher. Guck mir das jetzt gar nicht an, sondern ich will gleich das Ergebnis sehen. Was die denn da eventuell gemacht haben in der kurzen Zeit. Ja, jetzt, also jetzt kann man schon eher damit arbeiten, oder? Das ist doch jetzt schon annehmbarer. Und wenn der Hand dann auch noch groß ist, in großem Umfang, dann bin ich doch da guter Dinge. Da meine Sprinkler hin. Und der Sprinkler das da machen. Muss ja das Wasser abgesaugt werden. Ja, es klappt. Es klappt tatsächlich ganz gut eigentlich. Okay, der zieht es aber irgendwie jetzt nicht weiter ab. Weiß nicht warum. Nein. Stopp. Stopp. Der hier. War der vielleicht voll? Okay, jetzt saugt er weiter ab. Sprinkler. Ja, nur doof, dass man die irgendwie nicht so gut setzen kann, ne? Okay, jetzt ist es weg. Befüll's mal selber. Immer eben. Das ist ja eine Aufgabe. Den Teich wieder mit klarem Wasser zu befüllen. Sehr schön. Ja, es ist durchaus jetzt angenehmer mit dem jetzigen Sprinkler und dem Sauger. Noch mehr Reichweite und dann ist das auch nochmal schöner. Hier sind auch noch überall Pflanzen. Das ist der Schmutz, den ich wegmachen soll. Vielleicht das mit dem leiser oder lauter sein meiner Stimme, vielleicht wenn ich dann in Richtung des anderen Monitors spreche. Und so rede ich dann halt wieder geradeaus normal. Eigentlich war das deswegen. So. Ja gut, ich kann die ja mal ein bisschen für mich arbeiten lassen. Ich finde es noch ein bisschen umständlich, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht mit dem nächsten Upgrade. Was wäre das denn? 3000. Das ist ja schon eine gute Summe hier. So, ja, du kannst gerade noch nichts machen. Setzen wir mal hier hin. Und dich setzen wir mal dahin. Mach jetzt hier mal weiter. Natur haben wir jetzt auch wieder ein bisschen zurückgebracht. Wir gleich mal gucken. Erstmal die Kotflecken hier von der Hausfassade wegmachen. Das ist irgendwie von innen oder so.
Ah, auch das mit dem Setzen. Also irgendwie hängt man ja auch Ewigkeiten, das Ding mal richtig zu setzen, weil es nicht überall geht. Derzeit hätte ich schon die Flecken da zweimal weggemacht. Nett, nett gemeinte Mechanik, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Nicht so wie es soll. Ja, ich muss die Natur noch verbessern. Ja, mache ich jetzt. So. Sollte ja auch, glaube ich, immer in Kombination zueinander. Kann ich das hier auch leer saugen? Oder? Nee. Das muss ich nicht leer saugen, aber ich fülle mal eben mein Dings hier auf. Mein Wassertank. So, dann holen wir mal die Natur zurück. Auch sehr zugemüht. Wir haben jetzt ein bisschen Wirr auch gearbeitet. 100 Punkte. Ich mach mal hier hinten erstmal weiter. Beides hin. Dann wieder beide zusammenarbeiten. Ich mach mal hier weiter. Dann hier. Keine Ahnung, was das ist. So, holen wir die Dinge mal eben wieder ab. Flipflops, ja genau. So, sind wir gleich über 60%. Machen wir eben noch schnell den Außenbereich hier nochmal eben weiter. Okay, das sollen wirklich Flipflops sein. Keine Ahnung, ich kenne mich mit der asiatischen Lore da nicht so aus. Bin da nicht so drin. 3 Schüsseln wollen die haben. Nein, das war falsch. Den hier wollte ich haben. Und dann wirst du es nochmal eben alleine hinkriegen. Okay, dann macht auch das. Ey, Huckstatue. Gereinigt. Wir nähern uns auch langsam den 1400 wieder. Wenn man sich so langsam ein bisschen dran gewöhnt, kann das Ding wirklich schon eine Hilfe sein, wenn ich nicht immer den falschen setzen würde.
Ein Werkzeugkasten. Wasser ist leer. Kann ich den jetzt eigentlich auch hier für mich Wasser saugen lassen? Und ich kann das dann... Ah, das geht tatsächlich. Okay, das ist dann... Nice, dann lasse ich den mal für mich Wasser saugen. Ich füge das dann gleich einfach ab. Zwar nicht so viel dazu, aber spart ein bisschen Zeit dann für mich. Nächste Naturstufe. Na gut, dann machen wir das mal eben. N. Da! Haben wir doch unsere Wasservögel. Ich weiß gerade nicht, was das für ein Tier ist. Kranich. Ja, genau, Kranich hätte ich jetzt auch gesagt. Kann ich den Kranich denn streicheln? Den darf ich nicht streicheln. Das ist ja absoluter Tierhass hier. So, jetzt müssen wir noch in die Bude rein. Da müssen wir auch noch hinterher sogar vor dem Teich der Kranich. Wer hat denn hier alles zugemüllt? Das ist doch... Ich kann doch nicht mit rechten Ding gehen. Ach so, genau. Wir müssen den Schmutz hier auch noch von den Wänden wegmachen. Ob er hier getrieben worden ist. Ein Mandschurenkranich, okay. Gut, ich habe keine Ahnung. Ist es für mich ein Vogel? Ding kann wieder... Ah ne, komm, wir holen uns einfach jetzt mal selber Wasser. Bis das Gerät da das Wasser rausgezogen hat, haben wir das schon 10-mal gemacht. Hier mal ein bisschen Schmutz wegmachen. Schmutz! Überall Schmutz. Dann ist noch mehr Schmutz. Aber noch mehr Lampen. Ganzen Kackflecken hier weg. Alles zugeschissen. Irgendwie leben sie hier so simpel, aber auch schön, ne? Aber trotzdem sehr simpel gehalten. Weil die knien ja dann auch oft so vor dem Essenstisch und essen dann so. Wäre für uns Europäer, da sind wir gar nicht für geschaffen. Wir brauchen unseren Esstisch, an dem wir sitzen. Aber gut, mittlerweile ist ja bei uns auch eine Döner-to-go-Gesellschaft geworden. Also ist ja auch eher die Ausnahme. So, es fehlt aber noch Schmutz. Zweimal noch Schmutz, okay. What the fuck? Zweimal. Da. Ja, das Zielsystem in dem Spiel ist aber auch ein bisschen. Naja. Eben Wasser pflücken. Ein
Deck haben wir noch. So, ich kann mal eben Schlüsseln schon mal abgeben. Hier müssen wir aber auch nochmal Schlüsseln abgeben. Bunny-Errungenschaft. Jump. Keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe. Aber ich habe eine Bunny-Errungenschaft bekommen. Wahrscheinlich, weil ich so und so oft gesprungen bin. Innerhalb des Spiels. Wo ist denn jetzt hier der letzte Pixel-Shot? Kann ja nicht wahr sein. Weiß jetzt nicht. Wo hier noch was nützlich sein soll. Mach mal eben die letzten Upgrades da. Achso, das war ja jetzt 1000. Ja, nicht 1400. Okay. Nicht den Sprinkler dann. Nein, den Sprinkler will ich gerne hier setzen. Okay, der hat es für mich weggemacht. Ich habe es nicht gesehen. War wahrscheinlich genau hier hinter dem Bild. Wow. Naja, naja. Gut, dass wir den Sprinkler haben, ne? Herzlichen Glückwunsch. Gut, jetzt müssen wir es mal ein bisschen ranhalten. Das war jetzt sehr zeitaufwendig. Aha. Hier kann ich dann die besagten Laternen wieder aufhängen. Und dann machen wir hier mal den Sprinkler auch noch hin. Ja, es ist zwar noch im Bereich, wo es eigentlich sprenkeln soll, aber gescheit drankommen. Auch nicht so mit dem Ding, ha? Nächsten 1000 Punkten, die wir jetzt gleich schon direkt haben, können wir den Sauger auch noch mal verbessern. Wenn wir den direkt da beide auf Maximum. Kann ich mal eben machen. Ja, ja, dann wäre das vielleicht schon eine Überlegung wert, ne? Wollte ja eher die ultimativen zuletzt machen, aber ist schon sinnvoll, weil sonst sind diese Sauger und Sprinkler ja echt ein bisschen doof. So, das Gute. Ha. Ach, das ist ein Tuk-Tuk. Scheiße, okay. Wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass das ein Tuk-Tuk ist. Aber gut. Hab halt keine Ahnung. Gut, ich hätte die, glaube ich, hier hinsetzen sollen, ne? Ich mach dann da drüben. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, das Spiel hatte auch einen gewissen Bildungsauftrag. Jetzt lerne ich hier Dinge über die asiatische Kultur, die ich gar nicht wusste. Also irgendwie, also ich finde die Dinger scheiße. Der Sprinkler und dieser Sauger, die sind halt echt nicht gut. Bleibt dabei.
Doof, dass das leider jetzt ein Achievement ist, das so und so oft zu nutzen. Ich gleich mal in der Zwischenzeit gucken, was genau nochmal die Voraussetzung war. Letzte Naturstufe haben wir jetzt gleich. Ich glaube halt insgesamt, wenn ich hier die ganze Zeit beschäftigt bin, nach den Dingern immer zu gucken, hätte ich das auch selber machen können. Ja, komm schon. So, machen wir mal die letzte Stufe. Alles schön sauber und clean. Auch der Teich hier hinterm Haus bei der Brücke, da ist wieder alles schön sauber. So ist es herrlich. Wunderbärschi. Quests haben wir noch nicht alle erfüllt. Wir müssen noch die Schlüsseln wegbringen. Machen wir mal eben. Und ich kann... Naja, komm, ich lasse das... mein Inventar selber machen, die Dinge umzuwandeln. Ich hab da jetzt so ganz gut. Sind wieder bei 600 Erfahrungspunkte. Wir haben diese Mission fertig. Und können jetzt ins Tuk-Tuk steigen. Und abhauen. Dann mal rein ins Tuk-Tuk und raus hier. Aber ich wollte noch mal eben, ich habe nämlich mal wieder kein Screenshot gemacht für die Folge, weil ich das vergesse. Ich weiß, ist jetzt natürlich doof. Aber hier sind ja sowieso am Ende einer Folge. Mal eben, ich fand das hier mit der Innendekoration so schön auch. Die Japan-Karte. Ich finde das optisch schön, auch wenn das irgendwie was so, wie soll ich sagen, eher was sehr Altertümliches ist, so. So fast schon, ja, so altmittelalterlich, mittelalterlich so angehaucht, asiatisch. Eben ja auch nicht alle so in Asien so wie hier, ne? Also ja auch schon wesentlich moderner. So, Cherry Blossom-Errungenschaft. Danke für deine Hilfe. Dann reisen wir nach Australien. Und da ist ein Koala sehr traurig. Australien. Good day. Wir sind ganz schön abgebrannt. In unserem Tal wütet das Feuer. Und die Koalas sind traurig, dass alles so verkohlt ist. Bitte hilf uns dabei, den Park zu retten. Mach ihn wieder zu einer Koalan... Was? Koalin... grüne Oase. Viel Glück, Mate. Scheiße. Okay. Da wollen wir auf jeden Fall helfen. Das und mehr machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zeigt gerne mit einem Daumen nach oben und lasst doch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, nämlich übermorgen. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.